Servus meine Lieben und schön, dass ihr da seid. Obwohl es eigentlich nicht schön ist, dass ihr da sein müsst, weil der Anlass ist ein bisschen blöd. Der Anlass ist nämlich, dass wir seit gestern wissen, dass das jüngst angekündigte Event, in dem Sony uns die Zukunft des Gamings und dementsprechend die ganzen neuen Spiele für die PlayStation 5 vor allen Dingen vorstellen wollte, dass dieses Event erstmal ausfällt bzw. verschoben wird. Diese Info ist vor wenigen Stunden, also wirklich nicht mal einen Tag her, da hat Sony das überall bekannt gegeben, auch auf Twitter, und hat einen Text veröffentlicht, dass man das PlayStation 5 Event, was eben für den 4. Juni, also jetzt für Donnerstag angesetzt war, erstmal nach hinten schiebt. Und obwohl sie verstehen, dass die Spieler weltweit natürlich sehr interessiert sind daran, endlich PlayStation 5 Spiele zu Gesicht zu bekommen, empfindet Sony es momentan und Sony PlayStation es momentan nicht als den richtigen Zeitpunkt für Feierlichkeiten, wo es doch in Amerika momentan diese Probleme gibt bezüglich des Rassismus und des schwarzen Hasses, der eben jüngst nochmal ja, aufs Neue aufgekeimt ist, muss man ja leider sagen. Und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich, denn zu 100% kann ich die Entscheidung für sich nachvollziehen, dass man sagt, wir stehen jetzt natürlich da bei den Ereignissen, die passiert sind und wollen das ja solidarisch gewissermaßen unterstützen, indem wir sagen, es gibt momentan keinen Grund zu feiern und wir stehen allen beiseite, die davon betroffen sind und wollen jetzt nicht eben feiern, sondern wollen das erstmal aufschieben, bis sich das alles ein bisschen beruhigt hat, weil aktuell ist die Lage vor allen Dingen eben in Amerika ziemlich kritisch. Und das kann ich zu locker 100% voll nachvollziehen, weil ich das wirklich genauso sehe und ich finde das wieder mal katastrophal, was in Amerika passiert. Aber wenn man mich auch privat kennt, weiß man, ich bin nicht der größte Amerika-Fan. Ja, da sind viele coole Sachen passiert, aber da ist auch viel Mist passiert und die jüngsten Ereignisse haben wieder mal gezeigt, das Land hält sich für viel intelligenter und für viel fortschrittlicher und weiter, als es de facto realistisch ist. Das ist meine kleine Meinung, aber ich will Politik eigentlich größtenteils rauslassen. Was ich nämlich nicht nachvollziehen kann, so zu einem gewissen Grad, muss ich sagen, ist, dass dieses PlayStation 5 Event für den 4. Juni angesetzt war und das eben auch erst vor, ich glaube, 2 oder 3 Tagen veröffentlicht wurde. Bedeutet, als das alles schon passiert ist, hat man gesagt, pass auf, am 4. Juni haben wir ein Event. Und dann, auf einmal, einen Tag später, haben sie gemerkt, das schlägt doch größere Wellen, als wir dachten. Oder ich verstehe nicht, wie das möglich ist, dass man dann mittendrin merkt, nee, war doch blöd angesetzt, lass uns das lieber um 2 oder 4 Wochen verschieben oder so, keine Ahnung. Das finde ich ein bisschen seltsam und das ärgert mich auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da hätte man vorher drauf kommen können. Also das ist das Einzige, was mich an der Sache ärgert. Ja, nichtsdestotrotz, ich wäre sehr gespannt über eure Meinung. Sagt ihr mir mal bitte, wie ihr dazu steht, wie enttäuschend ihr das jetzt findet, dass das Event eben nicht jetzt schon am Donnerstag stattfindet oder ob euch das vielleicht gar nicht so sehr stört, weil ihr eh von dem Event nicht viel erwartet habt. Würde mich sehr interessieren, schreibt mir da gerne was in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, welches Event überhaupt gemeint ist und ihr das vielleicht noch nicht mitbekommen habt, dann zeige ich euch jetzt natürlich auch den Link. Den schicke ich auch gerne in die Beschreibung zu meinem Video, was ich davor veröffentlicht habe. Da gehe ich detaillierter darauf ein, was Sony wohl am 4. Juni geplant hatte und was eben jetzt um ein paar Tage oder ein paar Wochen verschoben wurde. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen in Rage geredet, mehr als ich wollte, aber irgendwie musste das jetzt auch mal raus, glaube ich. Und ich habe jetzt wirklich frei gesprochen, das war jetzt komplett ohne nachzudenken, einfach mal meine Meinung. Ich hoffe, ihr akzeptiert das und versteht das und im Bestfall könnt ihr das auch nachempfinden. Und wie ich schon gesagt habe, ich freue mich über eure Meinung und natürlich freue ich mich, wenn ihr trotz allem am Ende meinem kleinen Video einen Daumen nach oben da lasst und mir ein Abo da lasst, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die nächsten Videos stehen schon in den Startlöchern, so viel sage ich euch schon mal. Auch zum Thema The Last of Us und zwar 1 und 2, also nicht nur Teil 2 wird noch verarbeitet, sondern auch zu Teil 1 habe ich noch 1, 2 Sachen, die ich noch gerne machen möchte nachträglich und die stehen wie gesagt in den Startlöchern, werden in den nächsten Tagen auch online gehen. Geplant sind noch 2 bis 3 Videos bis zum Release von The Last of Us 2. Seid also auf der Hut, denn bald gibt es Nachschub und ich würde mich freuen, wenn wir uns da dann auch wieder hören und wiedersehen. Bis bald, habt noch eine angenehme Woche.